Petra Lindschreit promovierte 2008 in Byzantinistik an der Freien Universität Berlin mit dem Thema frühbyzantinische textile Kopfbedeckung, Typologie, Verbreitung, Chronologie und soziologischer Kontext nach Originalfunden. Seitdem hat sie die Erforschung byzantinischer Textilien nicht mehr losgelassen. Sie bearbeitete unter anderem die Bestände im Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz und im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe. Als Mitarbeiterin der Abteilung Christliche Archäologie der Universität Bonn führt sie seit 2017 das Projekt zu textilen Bodenfunden in den Beständen des LVR Landesmuseums Bonn durch und ist für uns erste Ansprechpartnerin für die Einordnung der zahlreichen textilen Reste aus Grabungen im Rheinland. Petra, darf ich dich bitten? Ja, vielen Dank an die Organisatoren für die Möglichkeit, die Beobachtungen zu einem Textil- und Lederrest aus Grab 3.9 hier vorstellen zu können. Aus Grab 39 von Wesel Bieslich hat sich leider nur ein einziger Leder- und Textilrest erhalten. Es handelt sich um ein kleines oder fast winziges, loses Fragment, 1,8 mal 1,8 Zentimeter, an dem keine ursprünglichen Kanten erhalten sind. Das Fragment ist jedoch in aufwendiger Technik verarbeitet und zeichnet sich durch drei in der Abbildung waagerecht verlaufende parallele Rippen aus. Wenn man meinen Cursor sehen kann, hier die drei Rippen zu sehen. Zur Rippenbildung wurde jeweils ein dicker Faden zwischen zwei Lederlagen eingenäht. Wir sehen hier an der linken Bruchkante die zwischen den Lederlagen vorstehenden Fäden. Hier nochmal eine Mikroskopaufnahme. Und die Fäden bestehen jeweils aus einem Zwirn aus Pflanzenfasern, also aus Leinen, Hanf oder Nessel. Zwischen den Rippen verläuft jeweils eine Vorstichnaht mit einem dünneren Faden, zu erkennen hier oder hier in der Umzeichnung. Und hierzu wurden in beiden Lederlagen senkrechte, 2 mm lange Schlitze eingeschnitten, die man hier in der Umzeichnung sehen kann und hier in der Aufnahme auch erkennen kann. Und durch diese Perforationen wurde dann der Nähfaden geführt. Und zwischen diesen Schlitzen verläuft der Nähfaden also gut sichtbar auf der Oberfläche des Leders. Sie können das hier gut erkennen, dieser Wechsel zwischen Lederabschnitten und Fadenabschnitten. Die Nähte dienten dazu, die Rippen zu fixieren. Wahrscheinlich hatten die Nähte auch eine verzierende Funktion, da sich der helle Nähfaden vom ledernen Grund optisch absetzte. Obwohl beide Seiten der Lederarbeit technisch identisch sind, treten die Rippen auf Seite A stärker hervor als auf Seite B. Daher ist Seite A vermutlich als Schauseite anzusprechen, Seite B als Rückseite. Eine Bestimmung der Lederart war leider nicht möglich. Hierzu hätte man die Poren untersuchen müssen, die durch den restauratorischen Überzug durch stark überprägt sind. Auch die Frage, ob das Leder oder die Fäden gefärbt wurden, bedürfte weiterer Untersuchung. Die ursprüngliche Funktion dieser Lederarbeit blieb zunächst ungeklärt. Eine Beischrift überlieferte lediglich, dass das Fragment unter dem Beschlag angetroffen wurde. An einem der länglichen Spartagurtbeschläge aus Grab 39 sind nun Reste einer analogen Lederarbeit erhalten. Moment, ich muss mal
Auf der Rückseite, und zwar handelt es sich hier um dieses Fragment, auf der Rückseite ist erkennbar, dass der Beschlag auf ein geripptes Leder und ein unterlegtes Bronzeblech aufgenietet wurde. Sie sehen hier an diesem Beschlag ist dieses Bronzeblech noch erhalten. Hier an diesen Bruchkanten können Sie hier das hervortretende Leder beobachten. Hier oben und auch hier unten an der Schmalseite erkennbar ist, und das ist im weiteren Verlauf der Interpretation ganz wichtig, dass die Rippen hier in diesem Beschlag längs verlaufen, also in unserer Abbildung längs oder längs zur Längsseite der Beschläge. Das lose Fragment, was ich hier unten nochmal zeige, saß bei der Bergung vermutlich unter einem der drei anderen Spartagurtbeschläge, deren Unterlage heute verloren ist. Das gerippte Leder kann daher als Spartagurt angesprochen werden. Die erhaltenen Fragmente ermöglichen nun Überlegungen zur Beschaffenheit dieses Spartagurtes und der Anbringung der Beschläge. Die heute erhaltene Breite des losen Lederfragmentes von 1,8 cm entspricht in etwa der Breite der Beschläge. Da das lose Lederfragment keine Kanten aufweist, muss der Spartagurt breiter als die Beschläge gewesen sein. Wie erwähnt, verlaufen die Rippen längs zur Längsseite des Beschlages. Durch diese Ausrichtung der Rippen ist nun anhand von Vergleichsstücken die Ausdehnung bzw. der Verlauf des Gurtes zu erschließen. Wir sehen hier zwei erhaltene Gürtel mit ähnlicher Rippenstruktur, die durch eine entsprechende Technik, also diese eingenähten Fäden und Ziernähte, hergestellt bzw. bearbeitet wurden. Links sehen Sie den Gürtel aus Grab 8 in St. Ulrich und Afra in Augsburg aus dem 7. Jahrhundert. Rechts der Gürtel der Arne Gunde aus Saint-Denis. Was Sie hier sehen, ist das Leder ist rekonstruiert, aber also nachgearbeitet, aber natürlich anhand entsprechender Originalfragmente, und Sie sehen hier oben, es geht also hier um diesen Teil, nicht hier vorne die Schlaufe, sondern um diesen eigentlichen Gurtteil, der hier nochmal in einer Nacharbeitung von Makita Volken wiedergegeben ist. Bei diesen erhaltenen Gurten ist erkennbar, dass die Rippen längs zum Gurt verlaufen. Und wenn man das überlegt, ist das auch technisch die einzig sinnvolle Möglichkeit, indem ich nämlich diese Ziernähte und auch diese eingenähten Rippen eben längs zum Gurt herstelle. Für den Spartagurt aus Grab 39 bedeutet diese Ausrichtung der Rippen, dass die Beschläge in Längsrichtung auf den Gurt aufgebracht waren. In dieser Aufrichtung habe ich sie hier digital montiert. In dieser Rekonstruktion ist die Breite des Gurtes hypothetisch, aber wie oben erwähnt, können wir sicher annehmen, dass der Gurt breiter war als die Beschläge. Vielleicht deutet diese Position der Beschläge auch auf eine vertikale Nutzung des Gurtes hin, als Nebenriemen der Sparte aufhängen. Verzierte Lederarbeiten sind selten im frühmittelalterlichen Fundgut und sie sind nur aus gut ausgestatteten Gräbern bekannt. Zur Verzierung von Leder wurde neben der Prägetechnik die hier vorgestellte Technik der eingenähten Rippen und Ziernähte verwendet.
Neben den eben schon vorgestellten Gürteln aus dem sogenannten Klerikergrab in Augsburg und dem Grab der Arne Gunde wurde diese Technik zur Verzierung und Verstärkung im Randbereich von Lederhandschuhen, wie wir sie aus Köln oder Trossingen kennen, oder im Randbereich von Taschen verwendet, wie sie uns aus Krefeld-Gellep oder Bergheim-Glesch bekannt sind. Der aufwendig verzierte und stabilisierte Ledergurt aus Grab 39 entspricht der gehobenen Ausstattung der Sparta-Aufhängung und der gesamten Grabausstattung des Bodhi. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.